Eins, zwei, drei. Ich bin Dr. Walter Jungwirth. Okay, haben wir den Ton? Guten Morgen, liebes Team. Ist es immer notwendig, nach einer Fettabsaugung auch die Haut zu straffen? Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Welcome to the Art of Plastic Surgery. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Walter Jungwirth, ich bin Ex-Präsident der Österreichischen Gesellschaft für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie und Gründer der Dr. Jungwirth Praxis hier im Kompetenzzentrum in Salzburg. Wann ist es notwendig, auch die Haut zu straffen, wenn man eine Fettabsaugung gemacht hat? Das möchte ich Ihnen anhand unseres heutigen Videos erklären. Der Punkt 1 ist die Ausgangslage, der Punkt 2 die Fettabsaugung und die Technik und der Punkt 3 die Regionen, in denen das stattfindet. Wenn wir jetzt von der Ausgangslage ausgehen, dann ist es so, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt unterschiedliche Hautkonsistenz, es gibt einen gewissen Straffungseffekt, den die Haut selber leisten kann. Also wenn die Haut elastisch ist und sich gut zurücklegt, dann braucht man natürlich keine Straffung der Haut machen. Das heißt, da ist es nicht notwendig, zusätzlich die Haut oder einen Schnitt in Kauf zu nehmen. Das hängt natürlich auch vom Gewicht ab. Natürlich nach Fettabsaugung ist es so, dass weniger Gewicht vorhanden ist und weniger Volumen. Wenn jemand sehr viel Gewicht abgenommen hat im Vorfeld, kommt er oft zu mir und sagt, ich möchte noch das oder das an Fettgewebe entfernt wissen. Das kann man mit der Fettabsaugung machen. Wenn jetzt die Hautstruktur sehr elastisch ist und ausgedehnt ist, wie zum Beispiel bei unserer Patientin, wo wir eine Bauchdeckenstraffung durchgeführt haben, sie hat 40 Kilo Gewicht abgenommen und die Haut war sehr elastisch. Da ist es natürlich notwendig, die Haut zusätzlich zu straffen. Bei einer anderen Patientin, die in der Zwischenzeit bei mir war, die hatte eine Zwillingsschwangerschaft und hat ebenfalls 40, 50 Kilo zugenommen und abgenommen. Und ich habe sie angeschaut und musste sie nach Hause schicken, allerdings zufrieden, ohne sie zu operieren, weil ich gesagt habe, die Haut hat sie bei ihnen wunderbar angelegt und es ist nicht notwendig, diese zu straffen. Also das heißt, mit demselben Gewichtsverlust kann es auf der einen Seite dringend notwendig sein, Haut zu entfernen, bei der anderen Patientin überhaupt nicht. Punkt 2, die Fettabsaugung. Bei der Fettabsaugung ist es so, dass unterschiedliche Hersteller von Fettabsaugungsmaschinen erklären, mit ihrer Maschine gibt es ein viel besseres Straffungsergebnis danach als mit jeder anderen. Das stimmt nicht. Die Fettabsaugung ist eigentlich eine pragmatische Lösung. Fettzellen werden entfernt, herausgezogen und was bleibt über? Überschüssige Haut. Und ein Straffungseffekt hängt davon ab, wie gut ist meine Hautkonsistenz. Diese Versprechen werden eben nicht eingehalten. Dann haben wir natürlich als drittens die verschiedenen Regionen. Verschiedene Regionen brauchen unterschiedlich häufig eine zusätzliche Hautstraffung. Am häufigsten beim Kinn. Beim Doppelkinn, wenn man hier Fettgewebe absaugt, bleibt praktisch immer ein kleiner Hautsack übrig und der ist oft mehr störend als ursprünglich das Doppelkinn. Deshalb muss man bei der Fettabsaugung am Hals, wenn es später ist als 20, 25 Jahre, praktisch immer zusätzlich ein Halslift und Facelift machen, um eben die Halshaut hier zu straffen, weil wenn ich da das Fettgewebe rausnehme und es bleibt mir dieser Hautsack übrig, schaut nicht gut aus. Beim Bauch ist es unterschiedlich. Beim Bauch, bei der Bauchdecke kann man gut Fettgewebe absaugen. Bei Männern ist es oft einfacher, weil die Männer haben eine bessere Hautstruktur oder eine festere Hautstruktur und diese Hautstruktur legt sich beim Mann besser der Kontur an. Wir haben auch schon ein Video gemacht mit Männern vorher, nachher, nach Fettabsaugung. Schauen Sie sich dieses Video gerne auch an, auch bei der Gynäkomastie. Da legt sich die Haut wunderbar an, weil sie einfach eine sehr dicke Hautkonsistenz hat. Bei Frauen, wie zum Beispiel diese Anwältin, die wir da operiert haben, da ist es eben oft ein größeres Thema. Da ist es notwendig, die Haut stark zu straffen, weil einfach überschüssige Haut vorhanden ist. Ein weiterer Teil ist beim Oberschenkel. Beim Oberschenkel, wenn die Haut sehr straff ist, kann man es sehr gut absaugen. Wenn allerdings die Haut, und da hängt es natürlich auch vom Alter ab, also im höheren Alter, wenn die Haut wirklich erschlafft ist, dann kann man auf der Oberschenkelinnenseite einen ovalen Hautstreifen entfernen, der sogenannte Oberschenkellift, das ich praktisch immer mit der Fettabsaugung kombiniere. Das heißt, da wird der Oberschenkelinnenseite abgesaugt und dann zusätzlich noch die Haut gestrafft. In jungen Jahren, bei 20, 25-jährigen Patientinnen, da ist es sicherlich nicht notwendig, die Haut zusätzlich zu straffen, sondern
sondern da reicht einfach die Fettabsaugung aus. Generell ist es wichtig, dass Sie einen ehrlichen Experten haben. Der plastische Chirurg soll Sie da offen beraten und Ihnen sagen, wann er der Meinung ist, dass eine Straffung der Haut notwendig ist und wann nicht. Dazu muss er Sie genau untersuchen, muss auch die Haut angreifen und spüren, wie viel Haut zu entfernen ist und ob die Chance vorhanden ist, dass es von selber auch ohne Straffung der Haut geht. Weil die Narben können schon störend sein, auch wenn wir versuchen, die Narben möglichst schön in der Haut verlaufend zu nähen, in mehreren Schichten und. Aber eine Narbe bleibt eine Narbe und bei der Fettabsaugung alleine bleiben uns ja nur diese kleinen Stichel, die man praktisch nie sieht. Das war unser heutiges Video zum Thema Hautstraffung und Fettabsaugung. Vielen Dank, dass Sie uns zugesehen haben. Liken Sie unseren Kanal, abonnieren Sie und kommentieren Sie. Liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Dr. Walter Jungwirth.